Die Mavectron-Dativ-Kassenarchiv-Online-Schnittstelle übermittelt die Verkaufsdaten der Vectron-Kasse automatisiert aus dem Betrieb hin zum Steuerberater. Dadurch wird sichergestellt, dass die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ankommen, sodass du dich völlig sorgenfrei um deinen Betrieb kümmern kannst. Und so sehen die einzelnen Schritte aus, beziehungsweise so funktioniert die Übermittlungsstrecke. An deiner Vectron-Kasse werden nicht nur die Rechnungen an deine Kunden erstellt, sondern auch Barentnahmen, Wareneinkäufe und Lohnauszahlungen können im System erfasst werden. Der Gesetzgeber fordert bei der Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungsgerätes, dass der Geschäftstag mit einem Geschäftsabschluss beendet wird. Dieser ist auch unter dem Namen Z-Bericht oder Z-Bon bekannt. Der Bericht kann manuell, aber auch automatisch abgerufen werden. Wenn du zu deinem Vectron-Kassensystem auch das Digitalpaket mit einem Fiskalarchiv nutzt, werden die Fiskaldaten durch den Abruf des Z-Berichts automatisch an das MyVectron-Kundenportal übertragen. Du rufst das MyVectron-Kundenportal über die MyVectron-Webseite auf. Hierzu gehst du auf den Punkt Kundenlogin, auf Kundenportal und bei der Anmeldung gibst du deine Daten ein. Im Fiskalstatus kannst du schnell und einfach erkennen, welche Kassen ihre Abschlüsse schon an die MyVectron Cloud übertragen haben. Hierzu musst du einfach nur den jeweiligen Punkt aufklappen und du siehst anhand der Kassen-Software-Seriennummer, wann ein Abschluss erstellt worden ist und wann dieser hochgeladen wurde. Im Hintergrund des MyVectron Kundenportals werden die Daten automatisch in das für die DATEV erforderliche Taxonomieformat umgewandelt. Hier siehst du also, wann die Daten in dem MyVectron-Kundenportal eingetroffen sind und wann diese an das DATEV-Kassenarchiv online weitergegeben wurden. Hier kannst du mal reinschauen, dies passiert aber vollautomatisch. Springe ich rüber in Mein Fiskal bei DATEV. Hierzu muss ich meine Login-Daten eingeben und einfach nur auf Anmelden klicken. Im DATEV-Kassenarchiv online werden die Daten als einzelner Abschluss in einem Kassenordner je Kasse archiviert. Und das zeige ich dir jetzt. Hier sehe ich meine einzelnen Kassenabschlüsse. Die archivierten Daten werden von hier zur weiteren Verarbeitung an DATEV-Unternehmen online weitergegeben. Um das zu veranschaulichen, logge ich mich an dieser Stelle kurz ein. Aber keine Sorge, hiermit hast du keine Berührungspunkte, da dies die Buchhaltung deines Steuerberaters übernimmt. Im Kassenbuch werden die Kassenabschlüsse als Bewegungsdaten erfasst und die Buchungssätze werden hier bereitgestellt und festgeschrieben. Wie du siehst, mit der MyVectron DATEV Kassenarchiv Online-Schnittstelle sparst du Zeit, Nerven und Geld.